Topspiel aus der Oberliga Hamburg. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst trifft auf den um 6 Punkte enteilenden Spitzenreiter von Altona 93. Das Team von Berkan Algan hat die letzten 5 Spiele gewonnen und stellt mit gerade einmal 20 Gegentoren die beste Verteidigung der Liga. Die jedoch sollte beim Tabellensechsten heute ordentlich zu tun bekommen. Das sehen wir schon in den ersten Minuten. BU in den gelben Trikots von links nach rechts. Durch Kapitän Niklas Sabbas hier mit der ersten guten Gelegenheit. Dieser Ball entschärft von Keeper Tobias Gruber. Eine kurze Zeit später, 27. Der kommt gefährlich in den Rückraum und die nächste gute Chance wieder für Sabbas. Diesmal abgeblockt von Artuk. Altona brauchte einige Minuten, um sich reinzugrooven, kam dann allerdings zu dieser guten Möglichkeit von Marco Schulz. Oliver Gätke, der Keeper, der Gastgeber hier dazwischen. Ansonsten BU mit dem Chancenplus und mit dieser nächsten tollen Gelegenheit. Nico Schluchtmann, viele gute Chancen im Durchgang 1, jedoch trotzdem 0-0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel Altona dann etwas stärker. Das ist Metici frei vor dem Tor. Probiert mit der linken Pike knapp am Kasten von Gätke vorbei. Nächster Angriff. Metici auf Burg. Der dann raus auf Schulz. Und der hat das Auge für Vincent Burg. Und der mit der Führung zum 0-1 für Altona 93. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler mit dem 0-1 und seinem vierten Saisontor in Minute 61. In der Folge die Partie somit ein offener Schlagabtausch. Langer Ball von Eggers, auch Barmbek jetzt auf der Suche nach dem Ausgleich. Ronny Buchholz verpasst hier nur knapp. Kurze Zeit später, Arzat mit der Flanke und in der Mitte kommt Zimieske zum Kopfball und der Ball über der Linie, deshalb Ausgleich BU. Altona Keeper Tobias Gruber beschwert sich da noch, aber in der Verlangsamung sehen wir dann, er steht schon auf der Linie, springt anschließend nach hinten, deshalb aus unserer Perspektive die Entscheidung auf 1-1. Zimieske indes mit seinem zweiten Saisontreffer. Kurz vor Schluss, beide Mannschaften wollten den Sieg, dementsprechend wurde es jetzt ein bisschen stürmisch im Mittelfeld. Altona 93 spielt hier BU Spielerkegeln und demnach gibt es anschließend die rote Karte für den eingewechselten Pablo Kunter. Florian Schwarze, der Schiedsrichter, entscheidet hier sofort auf Platzverweis, meiner Meinung nach eine viel zu harte Entscheidung. In Barmbek sagt man Tschüss, skandieren die Zuschauer. In der Verlangsamung sehen wir faul, ja, von mir aus auch gelb, aber rot ist mir da ein bisschen zu viel. Das war's, 1-1, Altona 93 lässt bei Barmbek-Uhlenhorst Punkte liegen und öffnet damit die Tür zur Tabellenspitze um einen kleinen Spalt für die Konkurrenz. Nun liegt's an Teutonia, Dassendorf und Co. vielleicht sogar durch diese Tür zu gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.